Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seppo Plays Dark Souls Prepare to Die Edition. In der letzten Folge haben wir den Lavastrom-Dämon gekillt und ich habe mir nochmal angeguckt, wie das denn so war. Und scheinbar habe ich dem sehr viel Schaden gemacht, indem ich eben draufgehauen habe einfach. Vielleicht hat er auch Blutungsschaden genommen oder sowas. Auf jeden Fall hat er irgendwie 700, 800 Schaden oder sowas genommen am Ende, als ich draufgehauen habe. Das war auf jeden Fall komplett komisch und ich habe keine Ahnung, wieso das so war. Aber ich würde sagen, es stört mich nicht sonderlich, dass der jetzt weg ist. Und ja, der hat uns natürlich den Weg nach da unten frei gemacht. So ein bisschen. Und dann werden wir mal da runter gucken. Und die Rüstsachen, die ich anhabe momentan, sind ja alle noch, also sind ja noch die ganzen Feuersachen. Und die werde ich auch erstmal anbehalten. Da in der Lava wahrscheinlich Gegner sein werden, die ein bisschen Feuerschaden auch machen. Falls es nicht so ist, kann ich mich ja gleich dann noch umziehen. Also ich habe noch den Feuerring an und so weiter. Und dieses Aschegewand, nenne ich es jetzt einfach mal, das ich hier anhabe, das wiegt ja quasi gar nichts. So, ja, da hinten sind 1000 Gegner. Schön. Dann schauen wir doch mal hier runter. Ach, guck mal einer an. Ja, da war ich davor ja schon mal und da war aber noch die Lava da. Das war nicht so gut. Jetzt ist hier keine Lava mehr. Und ach, wie viele das halt auch sind. Ach komm, ey. Davon will ich erstmal nur einen Agron. Davon will ich erstmal nur einen Agron. Bitte nur einen. Okay, schauen wir mal, ob wir davon nur einen anlocken können. Ja. Ach guck mal, hat nicht geklappt. Komm schon, treff ihn. Da muss ich wohl ein Stückchen näher rangehen. Vielleicht hier so. Das sieht aus wie der, sieht er nicht aus wie der Minotaurus, den man ganz am Anfang bekämpft hat? Ein bisschen schon, oder? Sind hier ganz viele Minotauren oder was? Ich treffe den einfach nicht. Was ist denn da los? Komm schon. Wenn ich ihn halt treffen würde, dann würde der sowas von angestürmt kommen. So, probieren wir es nochmal von hier. Ich habe echt Angst, ey, dass sie... Also ich habe keine Lust, gegen 5 von denen gleichzeitig zu kämpfen, offensichtlicherweise. Nee, ich muss hier noch ein Stück höher. Vielleicht feuern, vielleicht treffe ich ja dann mal. Oh, da habe ich getroffen. Ach, guck mal an, jetzt kommt der. Ja, schön, jetzt kommt der. Das ist super. Weil ich dann hier kämpfen kann, wo ich kämpfen will. Und nicht in der Lava kämpfen muss. Ja, das sieht tatsächlich so aus wie so eine etwas stärkere Version von dem Minotaurus. Gegen den man ganz am Anfang gekämpft hat. Der sieht auf jeden Fall aggressiver aus. Feuer scheint ihm an nichts auszumachen. Ja, ich habe... Ja, der nimmt auf jeden Fall Blutungsschaden. Das ist schon mal gut zu wissen. Und, ja, Seelen gibt er jetzt nicht sonderlich viele. Aber dafür war er auch nicht sonderlich schwer zu killen. Naja, schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Hier in der Lava. Ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich meine Rüstungssachen vielleicht ein bisschen tauschen sollte. Bald. Ja, schauen wir mal. Jedenfalls also ich glaube nicht, dass die Gegner irgendwie Feuerschaden machen werden. Deshalb würde ich das gerne ein bisschen abändern dann. Erstmal schauen wir, ob hier irgendwas ist. Das sieht ja so ein bisschen danach aus, als ob hier was sein könnte. Ja, der Tod ist hier. Das ist natürlich gut zu wissen. Ne, hier ist nix. Dann laufen wir erstmal hier ein Stückchen weiter rein. Ich habe ja hier schon gesehen, irgendwo... Wo war denn der? Irgendwo... Ich muss mal ranzoomen. Irgendwo hier in der Kante... Hier, auf der Kante ist, denke ich, der Ziegendämon nochmal. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass die alte Gegner recyceln. Ach nee, der Ziegendämon ist hier unten. Ah, so schaut das nämlich aus. Hahaha, hallo Kumpel. Kann ich den von hier treffen? Ja, kann ich. Ach, guck mal, da kommt der angerannt. Super. Das finde ich immer super, wenn die angerannt kommen und man dann sich aussuchen kann, wo man kämpfen will. Der Ziegendämon war ja... Der war ja nicht so stark, als wir ihn das erste Mal bekämpft haben. Man konnte ja die meisten seiner Attacken ganz gut blocken. Und ja. Autsch. Außer man lässt sich natürlich volle Kanne auf die Umme brezeln. So, jetzt sind wir hinter ihm.
Da, wo wir eigentlich sein wollen. Der ist halt auch super schwach jetzt. Ich muss halt nur zuschlagen. Ich sollte halt mich nicht treffen lassen von sowas. Und dann halt einfach meine Kombos durchbringen. Und dann geht das schon. Backstabben kann man den ja, glaube ich, nicht. Das wäre ja super krass, wenn man den backstabben könnte. So, jetzt habe ich leider meine Orientierung verloren. Ach nee, hier in die Richtung wollte ich. Das ist ja auf jeden Fall krass, dass jetzt hier so viele normale Gegner, also dass so viele Bosse jetzt als normale Gegner kommen. Vielleicht bin ich hier auch wieder komplett falsch. Jedenfalls ging es in Anor Londo nicht weiter, zumindest wüsste ich nicht wie leider. Keine Ahnung. Falls ich unbedingt in Anor Londo weitermachen sollte, dann werde ich das schon irgendwie rausfinden irgendwann. Ach, guck mal an, hier können wir lang. Ja, aber ich will erst dahinter. Ich will erstmal dahinter. Und noch ein paar von denen töten. Vielleicht treffe ich ja... Ah, ich glaube, ich bin zu weit weg hier. Ja, bin ich viel zu weit weg. Ja, ich würde die, wie gesagt, also ich habe keine Lust, gegen 5 von denen gleichzeitig zu kämpfen. Dann kann ich mich auch gleich in den Tod stürzen. Da machen wir das lieber langsam und mit Bedacht und... die sind eigentlich echt einfach. Das verwundert mich so ein bisschen. Vielleicht, wenn ich ein Stück höher schieße. Aber eigentlich auch nicht, oder? Doch, tatsächlich. Treffer. Ja, super. Die sind halt echt simpel gerade. Das ist irgendwie seltsam. Ich verstehe es nicht, warum die nicht stärker sind. Also, vielleicht bin ich jetzt mittlerweile schon so stark geworden. Also, habe schon so gutes Equipment oder sowas. Oder vielleicht habe ich auch einfach den Skill. Ich habe bestimmt einfach nur den Skill. Ach, kacke. Ja, ich habe den Skill, dass der mir ordentlich aufs Maul haut. Nee, nicht gut. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. So, erstmal ein Estus. Gut. Ja, das, was hier so ein bisschen nervig ist, ist, dass hier so viel Lava eben auf der Erde ist. Und, man kann hier ordentlich in die Lava fallen und das ist, glaube ich, nicht gut. Selbst obwohl ich so viel Feuerrüstzeug anhabe. Ja, wenn du abhauen willst, dann machen wir halt so. Ah, Mist. Falscher Knopf. Oh Gott. Das hätte mein Tod sein können. Das war auch fast mein Tod. Aber Pfeile, das ist halt auch das Lustige. Pfeile machen jetzt so viel Schaden. Ah. Ja, töten wir den mal, bevor der uns noch tötet. Der hat jetzt schon viele Estus verbraucht, also ich habe viele Estus verbraucht gegen den. Da sind halt noch 5 von denen oder sowas da drüben. Ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen, ohne dabei drauf zu gehen. Da sind halt gleich 3 auf einem Fleck, aber der hier ist noch schön alleine. Ach, guck mal. Ach nee, ich dachte, der kommt schon angerannt. Kommt da allerdings nicht. Aber ich sollte mal auch, bevor der angerannt kommt, sollte ich mir mal aufestussen. Und ich kann auch mit Pfeilen den behaken. Also während der angerannt kommt, kann ich ja vielleicht 2-3 Mal mit Pfeilen treffen. So, probieren wir es mal so. Ja, ich habe ihn getroffen, aber der kommt nicht, oder was? Ach doch, jetzt. Ja. So, 52. 115. Ja gut, mehr bekomme ich nicht rein mit Pfeilen, bevor der da ist. Das war Glück. Das war kein Skill. Das wollte ich nur mal sagen. Das war Glück, dass ich den nochmal unterbrechen konnte, bevor er mich zerbrochen hat. So, schau mal einer an. So, dann killen wir dich als nächstes. Ja, ist eigentlich ziemlich cool hier. Die geben leider etwas wenig XP nur. Ja, gut, bis der da ist, kann ich ja noch 2-3 Mal drauf feuern, glaube ich. Ja, daneben. Bin halt so scheiße in so Pfeil- und Bogengeschichten. Okay, ja. Ja, diesmal hatte ich kein Glück. Der macht aber auch noch ordentlich Wumms. Das muss man ja mal sagen. Der ist, glaube ich, auf jeden Fall stärker als die Version des Taurus, gegen die ich schon mal gekämpft habe. Das muss ich auch mal... Das kann ich ja auch einfach so sagen. Das ist ja auch wahrscheinlich so. Okay, jetzt haben wir ihn aber... Ah, Mist, da habe ich meine Kombo nicht mehr durchgebracht. Hätte ich nochmal getroffen, dann hätte er wahrscheinlich auch Blutungsschaden schon genommen. Ach, verdammte Scheiße. Nein, die werden wahrscheinlich alle respawnen. Oh, bitte nein. Nein.
Nein, das war scheiße. Das war nicht gut, das war gar nicht gut. Naja, schauen wir mal. Ich hoffe, dass die nicht alle gerespawnt sind, sonst habe ich ein kleines Problem jetzt. Ein kleines, großes Problem. Ich glaube aber auch, ich sollte mich anders anziehen. Mein Feuergewandzeug ist, glaube ich, nicht mehr das Beste, was ich gerade anhaben kann. Vor allem gegen die Gegner. Mit meiner anderen Ausrüstungsausstattung wäre ich da, glaube ich, besser dran. Die hat nämlich mehr physische Defense. Dann werde ich mich da, wenn ich mal unten bin. Also ich hole mir erst meine Leiche wieder und dann... Sind die alle respawned? Nee, ich glaube, die sind nicht mehr alle respawned. Das ist ja super. Wenn die nicht alle respawned sind, das wäre auf jeden Fall gut für mich gerade. Weil dann kann ich mich hier so langsam vorarbeiten. Wir können ja auch gleich mal gucken, ob unser Kumpel Ziggy-Dämon, ob der gerespawnt ist. Aber so wie es aussieht, ja, der ist gerespawnt. Na super. Der ist gerespawnt. Das ist keine Ahnung, was ich davon halten soll. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Und das Gebiet eignet sich hier halt überhaupt nicht zum Farmen, weil die Gegner so stark sind. Also relativ stark. Man hat ja gesehen, ich kann hier sogar sterben. So, das haben wir schon mal zurückgeholt. Und dann ziehe ich mich jetzt mal ganz kurz um. Ach, Ziggy hat uns gesehen, oder? Ja. Dann machen wir erstmal Ziggy fertig. Komm mal ran. Oh, ich wusste nicht, dass er dreimal schwingt. Ich dachte, der schwingt nur zweimal. Aber er schwingt wohl dreimal. Ja, gerade kriege ich auch überhaupt kein Damage rein gegen den. Was ich eigentlich auch versuchen könnte, wäre... So, irgendwie, ich weiß nicht, ich stelle mich, glaube ich, auch gerade nicht so gut an irgendwie. So, bist du mal bald fertig jetzt mit deinen Tricks? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie stelle ich mich gerade auch nicht so sonderlich gut gegen die an. Aber ich meine, solange es reicht, ne? Und die sind nicht alle respawned, kann das sein? Waren es nicht mal mehr? Kann es sein, dass die einfach nicht respawnen, sondern es nur Ziggy respawnt? Naja, wir essen erstmal. So. Kann ich eigentlich auch mit Bogen rollen und so? Kann ich. Ja, dann vielleicht kriege ich ja diesmal 2, 3 Treffer schon mal rein. 15. 54. Naja, egal. Okay, Schwert. Oh, habe ich noch einen anderen geaggrot? Ach, scheiße. Ich glaube, ich habe mehr als einen geaggrot, oder? Ah, nee, der hat sich nur umgedreht. Dachte schon. Yes, habe ich geblockt bekommen und jetzt ist er halt tot. Weil ich, wenn ich meine Kombo durchbekomme, dann ist er halt sowas von weg. Ja, einer weniger. 10.000 Seelen mittlerweile. Kann sich nicht, also würde ich sagen, ist okay. Und, ja, ich weiß nicht, warum ich nach wie... Also ich habe nach wie vor halt mein Feuerzeug an, da ich die ganze Zeit Angst habe, in die Lava zu laufen. Ist zwar noch kein einziges Mal passiert, aber wer weiß. So, der ist am nächsten dran. Vielleicht treffen wir den ja mal. Nee, wir haben ihn nur vor seine Füße... Ach, guck mal, der kommt... Nee, ich dachte, der kommt angerannt. War nicht so. So, vielleicht jetzt ein Headshot. Nee, es hat aber 2 Leute haben das gehört. Ich glaube, nur den, den ich treffe, der kommt auch angerannt jetzt gleich, oder? Ja, nur der will angerannt kommen. Den hinteren, den ich natürlich in den Fuß getroffen habe, der kommt angerannt. Und der vordere kommt nicht angerannt. Ich renne erstmal weg, dass ich... weit genug Platz habe zum Rangieren. Ups. Ist ja alles gut, Kumpel. Ich will eigentlich, dass er die dicke Attacke macht und dann kann ich nämlich vorstürmen. Ja, wenn du so spielen willst, das kann ich auch. So haben wir, so können wir. Ups. Ah, ich mach immer. So können wir natürlich auch spielen. Ja, das ist ziemlich lustig, dass mein Bogen jetzt halt auch so viel Schaden macht. Ja, genau, die Attacke soll er eigentlich machen. Ich muss sie nur besser ausweichen, weil dann kann ich zwischen seine Beine und dann kann ich ihn tot komboen. Wie man gesehen hat, hat das gerade ganz gut geklappt. Ja, hier gefällt es mir eigentlich ganz gut. Die Gegner sind jetzt... Ach, guck mal, das hätte man hier fast nicht gesehen.
Eine Dämonen-Großaxt, aha. Und die war fast im Feuer, es war ja krass. Also schauen wir uns mal das Ding an. Dämonen-Großaxt. Dämonen-Großaxt. Rüsten wir. Ja, ja, ich will sie mal ausrüsten. Cooles Moped-Ding. Ja, ja, vielleicht kann ich die Zweihand halten? Nee, auch nicht leider. Aber das ist auf jeden Fall eine coole Waffe, die gefällt mir. Allerdings, ja, mit den jetzigen Werten, die braucht wahrscheinlich 50 Stärke oder sowas, ne? Ne, 46. Natürlich nicht 50, sondern 46. Wie konnte ich nur? Ja. Aber wir bleiben weiter beim kleinen, flinken Katana, das auch noch sehr leicht ist nebenbei. Ich liebe mein Katana. Ich bin so froh, dass ich das gefunden habe am Anfang. Man stellt sich mal vor, ich hätte einfach das Katana nicht am Anfang gefunden. Würde jetzt mit irgendwie einem mittelklassigen, räudigen Schwert oder sowas rumlaufen. Ich bin schon sehr froh, dass ich diese Waffe habe halt. Kann ich auch mal treffen jetzt vielleicht? Wie wär's mit so? Ja, da habe ich ihn in den Arsch geschossen. Ja, gleiches Spiel wie immer. Ich renne so ein bisschen weg. So ein bisschen. Ich hab dir nichts getan. Das ist schon krass, wie viele von denen hier sind. Das ist ja richtig verrückt schon, Ah, Mist, nicht getroffen. Blocken. Ja, habe ich nicht mehr hinbekommen. Das ging nicht mehr zeittechnisch. Oh. Ja, Kumpel. Chill mal. Chillex mal. Ja. Das wusste ich nämlich, dass er das macht, wenn ich auf ihn zulaufe. Und dann kriege ich halt meine Kombo durch. Ich habe sie nicht durchbekommen eben. Da hat noch ein Hit gefehlt, dann hätte er auch den Blutungsschaden genommen und dann wäre er halt auch weg gewesen. Aber ja, gut, es gibt ja noch eine zweite Möglichkeit, den zu killen. Oh, oh, oh. Das war gefährlich. Ja, mit Pfeil und Bogen zu hantieren ist eigentlich auch ziemlich cool. Kann ich mir auch gut vorstellen. Allerdings, ja, ist halt das Katana... Naja, weiß ich nicht. Mit Katana kann ich wenigstens vernünftig blocken. Mit Pfeil und Bogen könnte ich es halt nicht. Ich hoffe, dass dann hier nicht noch viel mehr ist. Also gut, fünfmal den Taurus-Dämon oder keine Ahnung wie oft und ein paar Mal den Ziegendämon, das reicht ja erstmal. Das reicht ja erstmal in der Hölle. Yes, Treffer versenkt. So, kann ich ja mal meine Bogenkünste raushauen. Daneben. Treffer für 104. Oh. Ja, deswegen habe ich mein Feuergear noch an. Genau aus diesem Grunde. Okay, perfekt. Jetzt bin ich, wo ich sein will. Aber man schafft es immer nicht, die Kombo durchzukriegen. Und jetzt habe ich ein Problem. Oh Gott, oh Gott, oh nein, oh nein. Okay, Estus, zwei gleich. Du sollst gleich zwei nehmen, du dummer Sack. Ja, wenn du weglaufen willst, oh mein Gott, ist okay. Dann wirst du aber halt nie wieder laufen können. Autsch. Oder ich werde nie wieder laufen können. Okay, das hätten wir geregelt. So, jetzt brauche ich erstmal wieder zwei Estus. Und ist da schon wieder der Drop mitten auf der Lava? Man sieht das nicht so wirklich. Ich sehe nichts da, ja. Dann schauen wir mal, da hinten leuchtet nämlich schon die ganze Zeit ein Drop, den ich eigentlich haben will. Deswegen muss ich die ganzen Viecher ja auch killen. Und ich habe schon wieder so das Gefühl, dass ich mich komplett verfranzt habe. Dass das kein Gebiet ist, in dem ich momentan sein sollte. Also, keine Ahnung, 100 Mal den Taurus-Dämon als Gegner jetzt schon zu haben? Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob das der normale, reguläre Weg ist, den man gehen würde, wenn man sich spoilern lassen würde. Ich habe so die Befürchtung, dass es das nicht ist. Ja, da geht's ordentlich abwärts. Ich glaube nicht, dass ich da runter sollte. Aber ich würde gerne nochmal dahinter gucken. Also ich weiß, wo ich da hinlaufe. Ich weiß auch, dass ich quasi im Kreis laufe, aber ich wollte mal hier gucken. Nee, ist hier nur so ein Aschehaufen. Ja, da hinten, in der Lava. Ach, sind da noch mehr von denen? Warte mal, ich muss mir das mal angucken. Nee, es hat nur so ausgesehen, da sind gerade keine Gegner.
Da hat nur die Wand mich so ein bisschen verarscht. Ach ja, jetzt sind hier so lustige Sprungpassagen. Ich habe Estus voll, ich habe maximal Feuerheil... Dingens. Ja, ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Das könnte sein, dass ich jetzt sterbe, aber wir überleben ja einen Hit von der... Also die Lava tickt ja nicht so schnell. Wir haben ja maximal Feuer-Defense an. Ach, kacke. Okay, ja. Leiche plündern. Ach komm, für eine Seele. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ist doch nicht euer Ernst, oder? Für eine verschrumpelte Seele, oder was? Für eine vergammelte Seele. Habe ich mich jetzt hier den Arsch abgebrannt, oder was? Ja, so ist Dark Souls zu mir. So ist Dark Souls zu mir. Nicht nett. Gar nicht nett. Schauen wir doch mal da hinten. Da liegt eine Seele mitten auf dem Feuer oder ein Drop oder schlag mich tot. Und war nicht hier oben irgendwo noch der Ziegendämon, der gleich runterspringt und mich erschrecken wird? Ich dachte, dass da oben noch irgendwo ein Ziegendämon gestanden ist. Aber es kann natürlich auch völliger Unfug sein. Ich habe generell so noch das Gefühl, dass hier noch irgendwas kommt, das mich verhauen will. Aber momentan sieht es eigentlich nicht danach aus. Ja, ich muss halt da noch gleich auf den Feuersee quasi. Das könnte noch Aua machen ordentlich. Und schauen wir mal hier. Nee, hier ist nix. Und darunter so generell habe ich bisher auch nicht die... Also ich glaube nicht, dass ich da runter kann. Und ich kriege Augenkrebs, weil hier alles so hell ist und ich mein Gamma so hoch eingestellt habe, weil Dark Souls tendenziell immer so dunkel ist. Da liegt irgendwas mitten im Flammenmeer. Ja, schnell rein A drücken und schnell wieder raus. Ich nehme mal erstmal den Estus, bevor ich darauf gehe. Ich hoffe, dass es das wert ist, was da liegt. Und ja, schauen wir einfach mal. Okay. Chaosglut. Okay, was macht die Chaosglut? Scheiße, mein Zeug liegt mitten da drinne. Ach, komm. Ja, die Frage ist jetzt, ob ich an meine 14k Seelen wieder rankomme. Das ist eine sehr gute Frage. Aber das würde ich beim nächsten Mal beantworten. Ich beende hier mal den Part. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet natürlich auch beim nächsten Mal wieder ein. Da unten gab es noch einen Weg, den man erkunden kann. Und ich werde natürlich versuchen, an meine Seelen ranzukommen. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.